Wie lebt jemand, der Nacht für Nacht nicht schlafen kann? Seit 21 Jahren leidet Renate unter dem sogenannten chronischen Erschöpfungssyndrom. Wir haben bereits über ihren Fall berichtet. Doch jetzt gibt es Hoffnung. Jede Nacht dieselbe Qual. Renate Hopke wälzt sich ruhelos in ihrem Bett herum. Seit vielen Jahren hat sie nicht mehr durchgeschlafen. Sie dämmert nur einige Stunden vor sich hin. Ich kenne das Gefühl ja schon gar nicht mehr. Ich bin so lange krank. Fast 22 Jahre jetzt. Renate Hopke leidet an einem Müdigkeitssyndrom. Nachts kann sie nicht schlafen und sich nicht erholen. Deswegen ist sie auch am Tag ständig erschöpft. Ein Teufelskreis. Geht die 61-Jährige einkaufen, kann sie den Weg nur mit einer Gehhilfe zurücklegen. Und selbst das bereitet ihr große Schwierigkeiten. Wird sie müde, muss sie sich sofort hinlegen, egal wo. Wenn ich einkaufen muss oder so, dann geht es eben nicht länger als eine Viertelstunde oder so ungefähr. Und ich muss mich einfach irgendwo hinlegen, wo Platz ist. Ist mir ganz egal. Und mir ist es auch egal, was die Leute denken. Die Schlafstörung tritt 1983 zum ersten Mal auf. Die damals 39-jährige Stewardess zieht sich in Mexiko eine Infektion zu. Daraufhin kann sie nicht mehr in den Tiefschlaf fallen. Renate wird arbeitsunfähig, leidet unter Konzentrationsschwäche, kann sich nichts mehr merken. Verschiedenste Schlaftherapien hat sie bereits ausprobiert, vergebens. Es fällt mir jeden Tag wieder schwer, überhaupt aufzustehen. Es ist eine Quälerei, aufzustehen. Wenn ich dann aufgestanden bin, muss ich mir die Zähne putzen. Auch das strengt mich so an, als hätte ich einen 100-Meter-Lauf hinter mich gebracht. Das chronische Erschöpfungssyndrom ist weitgehend unerforscht. Nur so viel steht fest, Renate Hopkes Körper produziert zu wenig Schlafhormon Melatonin. Sie nimmt deshalb zwar Medikamente ein, dennoch gelingt es ihr nicht, in den Tiefschlaf zu fallen. Sie dämmert so quasi vor sich hin, halb hypnotisch, völlig weg. Für den Einzelnen, der das von außen hört, ist es kaum verständlich. Und es wird oft gesagt, naja, das ist eine Depression, das können wir verstehen. Aber es ist viel, viel, viel mehr. Sie kann nicht schlafen, weil man wohl annimmt, dass verschiedene Hormonsysteme völlig in Unordnung sind. Vor allem Hormonsysteme im Bereich der Nebennierenrinde.